love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Rio de Janeiro. Die ehemalige Hauptstadt Brasiliens hat viel zu bieten. Sonne, Strand, Meer und angeblich die schönsten Frauen der Welt. Hoch auf dem Berg Corcovado wartet Walter aus Berlin auf sein nächstes Date, um mit ihr die berühmte Christusstatue zu besuchen. Wie ich da oben stand, das war ja unterhalb von der Christusstatue. Ich habe mir da so eine etwas ruhigere Ecke ausgesucht, wo die ganzen Touristen vorbeigehen. Und dort war unser Treffpunkt. Und wie sie dann da die Treppe runterkam, da habe ich gedacht, da kommt ein Engel vom Himmel, der herabsteigt. Also es war ein traumhaftes Gefühl. Sie hat ein wunderschönes Sommerkleid angehabt mit kleinen Blumen drauf. Oh, wow. Wie ein Engel, die 26-jährige Patricia aus Rio de Janeiro. Tudo bem? Hello. Oi, Patrícia. Sim, prazer. Nossa, você tá muito linda. Obrigada. Du bist sehr, sehr schön. Ja, wie sie so einen Meter vor mir stand, da habe ich mich gleich ein bisschen in sie verknallt. Die Frau kam mir vor wie ein Engel. Ich war ganz begeistert. Wenn wir da raufgehen zum Christus, dann sind wir dem Himmel noch etwas näher. Ja? Okay. Du willst Mama? Nein. Wenn ein Mann mit einer Frau die Treppe raufgeht und wenn es besonders hohe Stufen sind, dann reicht er ihr seine Hand und bietet ihr an, damit sie leichteren Halt hat. Das hat sie ausgeschlagen. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ich kenne den doch gar nicht. Dem gebe ich doch nicht die Hand. Schon gar nicht, wenn ich den gerade erst kennengelernt habe. Oh, das ist ja fantastisch hier oben. E fantástico aqui em cima. É, muito bonito. A lagoa aqui em formato de coração. Ach, die Lagune hat eine Herzform. Ach, wie schön. Ja, ich sehe das. Aqui. Você acha que traga sorte? Du glaubst, dass das Glück bringt? Traz. Ja? Oh, eu espero que sim. Eu também espero que sim. Ja. Vamos mais pra lá. Noch ist also nicht alles verloren. Vielleicht kann Reisekaufmann Walter ja mit seinem Hintergrundwissen punkten. 1856 gab es bereits einen französischen Priester in Rio, der die Idee für die Christusstatue hatte. Aber es hat bis 1926 gedauert, bis der Bischof von Leme so viel Geld gesammelt hat, dass endlich 1931 die Statue gebaut werden konnte. Doch irgendwie übertreibt Walter ein wenig. Der Sockel allein ist 15 Meter hoch. Die Spannweite der Arme sind 28 Meter. Die Statue, die ist 30 Meter hoch. Sie beschützt die Bürger von Rio de Janeiro. Als Reisebürokaufmann habe ich ja auch als Reiseführer gearbeitet. Und natürlich habe ich ihr die Geschichte vom Christus kurz erklärt und so die wichtigsten Daten gegeben, die man zu dieser Statue wissen muss. Ich sage nicht einfach, dass der Christus, der 1931 gebaut worden ist, und ich will da immer ein bisschen mehr wissen. Genauso wie ich bei den Beziehungen auch in die Tiefe gehe. Es war schon etwas überraschend für mich, dass er mir was über den Corcovado erzählt hat. Ich dachte, er würde was über sich erzählen. Er hat immer weiter geredet und hat gar nicht mehr aufgehört. Am liebsten wäre ich abgehauen. Patricia, vamos pedir para Cristo uma benção para nós? Vamos. Wollen wir unseren Schutz erbeten, ja? Dankeschön. Obrigado, vielen Dank. Das war total übertrieben. Ich habe mich wirklich geschämt. Schließlich will Walter noch schnell ein Erinnerungsfoto machen. Und dabei bleibt es dann leider auch. Er versucht auf eine seltsame Art, anderen seine Meinung aufzudrängen. Eine ziemlich schlechte Angewohnheit, weil er dabei sehr autoritär wird. Er ist eine komische Mischung aus Gentleman und Besserwisser. Am frühen Abend hofft Wahlberliner Walter, heute seine Traumfrau kennenzulernen. Seine Favoritin will der 53-Jährige vor einer Sternwarte empfangen. Für die Alina wollte ich etwas ganz Besonderes machen.
Die Alina hat mich auf den Fotos von der Agentur sehr angesprochen. Es waren sehr natürliche Fotos. Sie hat einen sehr schönen Gesichtsausdruck gehabt, sie hat sehr schöne lange Haare gehabt. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal was ganz Besonderes. Und es ist nicht das Planetarium von Rio, wo die Touristen hingehen, sondern es ist die nationale Sternwarte. Das ist Sicherheitsgebiet, es ist abgesperrt, da kann nicht jeder rein. Und ich habe mir gedacht, dieser Frau schenkst du einen Stern. Und hier ist sie, Alina aus Rio de Janeiro, unschuldige 24 Jahre alt. Das ist ja eine tolle Frau, mein lieber Schwan. Das ist ein Mäuschen. Eieieiei. Wie die Alina da den Berg raufkam, ja, da habe ich gedacht, jetzt geht die Sonne zum zweiten Mal für mich auf. Habe ich eine ganz tolle Figur gesehen. Sie hatte eine ganz tolle Hose an und ein Oberteil, was dazu gepasst hat. Und es hat so geflunkelt, da waren so Pailletten drauf. Hallo, guten Abend. Walter. Oi, Alina, tudo bom? Meu nome? Eu sou Walter. Das ist ein ganz spezieller Ort hier und du wirst diesen Tag in deinem Leben so schnell nicht wieder vergessen. Jetzt lasse ich euch alleine und ich hoffe, dass es was Schönes ist, was wir geplant haben für die Dame. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Nichts zu danken, viel Spaß. Ja. Agora nós vamos para lá. Quero meu braço. Dann war da dieser kleine Weg, das waren nur zwei Steinplatten nebeneinander und sie hat sich dann sofort da eingehängt, aber so eingehängt, wie sich eigentlich eine Frau einhängt, die sich gern an den Mann an die Brust wirft. Ja? Mein Ellenbogen war so an ihrem Busen dran. Ja? Und das habe ich natürlich gespürt, diesen Körperkontakt und so. Ja, und dann bin ich gleich ein bisschen erregt gewesen und so. Assim, parece que eu tô entrando na igreja. Ja. Bitte, pois não. Und dann hat sie gesagt, wie wir auf diese Tür zugingen, sagt sie, Walter, das ist ja wie wenn wir hier vor den Traualtar treten. Und dann sage ich, hoppla, die ist aber gut drauf hier. Die hat Fantasien, die meinen sprechen. Also mein lieber Herr Gesangverein, das kann ja lustig ausgehen. Also genau das, was ich eigentlich wollte, ja. Wir sind hier im Observatorium. Das ist das Sterne-Observatorium der brasilianischen Regierung. Und hier kommt keine normale Person rein. Boa tarde, apresentada a senhora Anita, Alina. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Walter. Tudo Meu nome bem? É Carlos Veiga. O Observatório Nacional tem o prazer de recebê-los aqui no Brasil e aqui no Observatório Nacional. Dankeschön, obrigado. Dann hat uns der Chefastronom das alles ein bisschen erklärt. Ja, und dann habe ich gesagt, liebe Alina, du kannst jetzt hier einen Stern anschauen. Und auf einmal geht da der ganze Himmel über uns auf. Also ich habe mich ja gefreut wie ein kleiner Junge. Also sowas Fantastisches, an so einem Ort zu sein. Also ich war ja wie aus dem Häuschen, echt. Meine Güte, wow. Wow. Wunderschön. Você viu? Show, né? Wunderschön. Hm? Ok. É você. Pode olhar. Pode tocar? Pode. Ich hätte am liebsten da hinten drauf geklatscht. Also, die hat einen fantastischen, knackigen Po gehabt. Ich erlaube mir das hier zu sagen, das ist halt etwas, was einen Mann total begeistert, ja? Also ein Superfigürchen. Nur mit Mühe kann Walter sich zurückhalten. Ich habe dann nur so gemacht und habe diesen Po so beschrieben und so. Also am liebsten hätte ich drauf gehaut, aber der Anstand verbietet es. Natürlich war ja ein anderer Mann dabei und wir haben uns gerade eine Viertelstunde lang gekannt. Agora, chega um pouco mais perto. A especialidade desta stella, querida Alina, è che questa stella è registrata nel tuo nome, nel registro internazionale delle stelle, e la vai portare il tuo nome. Questa stella vai chiamare Alina. Stern von Rio. So ein Geschenk hat Alina noch nie bekommen.
Ja, sie war total perplex. Also, was hat sie noch nie erlebt? Quando você quer falar com a estrela, você usa isso aqui. Então, ele te veja, ele te ele sabe, entendeu? Nossa. Yeah. E como essa mãe fala para o filho, isso é a linguagem para chamar ela. Ela vai te proteger e vai dar tudo de bom para você. Ah, obrigada. Você gostou? Amei. Yeah? Obrigado. Obrigada. Kennst das Geheimnis der ewigen Liebe? Ich bin ein Gebertyp und nicht nur ein Nehmertyp. Und ich sag's echt, das ist für mich Sex für die Seele, wenn ich so einen Moment erlebe. Mehr als 11.000 Kilometer entfernt wird es bei Walter in Rio romantisch. Denn nach dem Besuch der Sternwarte erwartet Walter und Alina eine atemberaubende Aussicht über die Stadt. In diesem Garten, wo es so halb dunkel war und wo man vor dieser Mauer steht und dieses Licht am Meer sieht, es war eine ganz tolle romantische Atmosphäre. Walter nutzt die Gunst der Stunde. Ich hatte den Eindruck, das hat sie sehr genossen. Und für mich war das natürlich ein Traum. Und jetzt konnte ich auf den Po fassen. Und das hat sie sich auch gefallen lassen. Ja? Also es war fantastisch. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost. Ich habe auch so ein bisschen gespürt, dass sie so ein bisschen Sehnsucht nach Zärtlichkeit hat. Ich glaube, sie hat das lange nicht mehr bekommen, dass sie jemand zart behandelt, schön über die Hand streicht oder über ihre Haare und so. Então, foi um prazer conhecê-lo. Espero conhecê-lo mais, né? Que... Eu também. E você se sente bem comigo, no mesmo nível? Sim, você é bem agradável. Dankeschön. Quer me dar um beijinho? Não. Você tem duas estrelas, tem essa e essa aqui. Tá bom? Der Moment war dann so romantisch, wenn sie so ganz neben jemand stehen und sie spüren diese Aura von diesem anderen Menschen. Und das, obwohl sie den gar nicht berühren. Und das geht auf sie über. Sie spüren, wie dieser Mensch strömt vor Begeisterung innerlich. Der kann es gar nicht fassen. Hallo, Sterne. Sternchen, hallo. Ich rufe dich. Hallo, wir sind hier. Wir sind hier auf dem kleinen Planet Erde, zwei glückliche Menschen. Hör uns mal bitte zu, beschütze uns. Ai, meu Deus. Oi, você é pesado. Você é pesado. Nossa Senhora. Der Moment war dann so romantisch, dass ich gedacht habe, Walter, dann könntest du ja gleich mal üben, wie das ist, wenn du sie über die Schwelle trägst. Sie gostou? Gostei. Sei pesada. Das ist ein Susto. Eu sempre faço surpresas, desculpa. É bom. Ich habe mich in dem Moment gefühlt wie im siebten Himmel, wirklich. Es war ein ganz tolles Gefühl. Walter ist euphorisch. Hat er in Alina seine brasilianische Eva gefunden? Oh, Walter, das hat aber wirklich gut geklappt. Jetzt hast du echt den Schwarzen getroffen. Und jetzt bist du hier auf der Überholspur. Falling in love.